Food Hall direkt aus dem Auto. Empfehlung vom Herzen übrigens an diese Dinger hier. Ich habe mir jetzt mal lieber einen Wagen Jetzt hier will ich auf jeden Fall noch zum DM auch noch. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte jetzt zum Action fahren und so auch noch sonst ein bisschen in der Stadt rumbummeln, weil ich war die letzten 2 Tage nur zu Hause. Mir fällt sowas von die Decke schon auf den Kopf und wollte ein bisschen rumbummeln und dachte mir, was passt besser als die Kamera einfach mal mitzunehmen. Ja, wir haben es jetzt kurz vor 9:30 und ja, jetzt fahre ich mal los. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit losfahren, aber ich bin wieder am Handy stecken geblieben. Geht es euch auch manchmal so? Ihr wollt los und steckt dann voll am Handy, an der Handysucht. Diese Handysucht. Ich bin jetzt in der Stadt angekommen und jetzt muss ich erstmal an diesen Sale-Ständern. Hier ist jetzt hier, ich bin im H&M, alles voller Sale und da wühle ich mich jetzt erstmal durch. Na, ihr seht, ich bin schon wieder bei Senfgelb. Das ist auch ein schickes Teil. Aha. Ja, da wühle ich mich jetzt mal durch und mal schauen, ob ich was Schönes finde. Das ist echt verhext bei mir. Ich bin in einem Laden, egal ob es jetzt H&M oder so ist, egal. Ich muss immer sofort zu diesen Sale-Ständern, immer. Und dann muss ich durchwählen. Ich interessiere mich gar nicht für die ganz normalen Sachen. Die gehen mir am Popo vorbei. Ich will nur dieses Sale-Schild sehen. Jetzt bin ich im 1-Euro-Laden. Das ist schon krass. Es gibt hier DVD-Filme, Blu-ray-Filme für 1 Euro. Aber hat mich jetzt keiner angesprochen. Der ist so winzig. Und muss mich überall durchquetschen. Ja, und da bummel ich jetzt ein bisschen. Die Dinger wurden wohl auch nicht für die Saison gebraucht. Also bei uns war fast kein Schnee. Ich musste jetzt raus aus dem Laden, weil ich mich so komisch angeschaut habe, weil ich da ein bisschen rumgefilmt habe. Es ist halt bei uns einfach nicht bekannt. Also jetzt auch, wenn ich jetzt hier durch die Gegend laufe und mit meinem Handy hier so hochhalte und rede, gucken mich an die Leute, als ob ich nicht mal ganz schappel bin. Jetzt, hier will ich auf jeden Fall noch zum DM auch noch. Oh, jetzt gehen wir erstmal zum Action. Nee, wir gehen erstmal zum Kick. Wir gehen jetzt erst zum Kick. Übrigens bei dem hier um die Ecke, Glammy Nails oder das Ding, da mache ich meine Nägel immer, aber ich kann... Irgendwie ist mein Dingsbums, Google-Dingsbums gerade angegangen, weil ich hier diesen Auer habe von dem Actionmesser. Ja, deswegen kann ich leider nicht Nägel machen gehen, obwohl ich es echt bitter nötig hätte. Aber das tut dann bestimmt noch mehr wie das volle tiefe Schnitt. Ja, ich bummel jetzt hier mal rum. Wir sind im Action. Ich habe eh vor, so schöne Teller zu kaufen. Sogar im Angebot. Ich dachte mir, wenn ich ein schönes Essen, leckeres Essen habe, dann kann ich ein schöneres Bild für Instagram machen. Aber irgendwie sind die jetzt auch nicht so schön. Ich glaube, da gibt es schönere. Muss ich mal später schauen. So eine Farbroller brauche ich auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich so einen Teleskopstiel auch mitnehmen soll. Was ist denn Schneckengel? Kennt ihr das? Schneckengel. Für die Haare? Nee. Regeneratives Gel. Aha. Okay. Ich schaue immer hier am Anfang, da sind nämlich immer die Angebote. Ja, ich guck mal. Ich habe mir jetzt mal lieber einen Wagen geholt. So muss ich nichts schleppen, weil ich muss Farbrollen kaufen und Abklebeband auch. Ich suche es gerade nur. Das ist ja praktisch, das ist gerade im Angebot. Oder ist es das? Nee, es ist ein anderes. Ja. Hä? Streichset. Keine Ahnung. Das ist ja auch praktisch. Wenn das so ein Ding ist, ich packe das immer in Folie nochmal ein. Das hat doch was. Da gibt es auch noch so Teleskop-Dinge. Ja, Abklebefolie. Ich suche mal. Ja, genau nach sowas habe ich nämlich gesucht. Dieses Malerkrepp-Abdeckfolie-Zeug. Da ist nämlich hier so ein Band dran und dann hier so Folie und dann kann man das besser abkleben. Halt die Sachen. Also hier gibt es sowieso mega viel. So Handwerkssachen und so Heimwerker. Voll cool. Ich wurde ja schon ein paar Mal gefragt, wo ich mein schönes gelbes Geschirrhandtuch habe. Hier, von Action. Gibt es immer noch. Jetzt bin ich bei den Tellern und bin am überlegen, ob ich mal so einen Teller mitnehmen soll. So, also so einen länglichen. 3,52. Dachte, das kann man, der schaut ja fast zu klein aus, aber der ist auch schön länglich. Ist auch nicht. Irgendwie gefällt mir auch keiner so richtig. Wo es ja echt viel Auswahl gibt, ne? Also die, wo jetzt im Angebot sind, gefallen mir gar nicht. Dann gibt es noch so dunkle. Die haben auch irgendwie was, aber... Ich weiß nicht. Was sind das für welche? Azur. Ich schmeiß gleich einen runter.
Also, aber man kann sich hier echt super ausstatten, muss ich sagen. Was ist denn das? Das habe ich mir auch vorhin überlegt. Habe ich am Anfang schon gesehen, ob ich da vielleicht eins mitnehmen soll. Also zwei, drei, aber das komische Farben. Ach ja. Naja. Voll schade, dass die hier keine senfgelben Handtücher hätten. Geh noch nicht mit dem Trend nach. Oder ist das nur mein eigener Trend? Da sind. Das ist ein hässliches Gelb. Aber das sind ja nicht mal Bade. Das sind Badematten. Das ist auch nicht so schön. Aber keine senfgelben Handtücher, Leute. Schade. Empfehlung vom Herzen übrigens an diese Dinger hier. Kosten nur 99 Cent und sind richtig lecker. Die haben es mir gar nicht so angetan. Hier hinten sind die. Die sind ganz okay. Ich habe aber noch eine Packung zu Hause. Also ist nicht so extreme Suchtgefahr bei mir. Aber Gott sei Dank, ne, ich habe schon genug Suchten. Ich finde halt Action hat auch immer so coole Süßigkeiten. Ich weiß nicht. Das sind so, wo sind die Coloradios? Aber ihr fragt immer, wo die Coloradios bei uns sind. Hier. Also bei diesen Keksabteilung. Da liegen sie immer. Aber die Sucht ist auch nochmal ganz so groß. Ja. Also jede Menge Zeug ist hier. Ach ja, und das ist Spielzeug. Und hier steht das geliebte, die Wäscheparfümperlen, die ich immer hole. Die gibt es aber auch öfters mal im Angebot. Müsste schon 30 Cent billiger oder so. Aber die sind echt gut. Also beide Sorten gefallen mir gut. Und die, da gab es noch eine goldene, aber die gibt es zurzeit nicht. Jetzt muss ich euch erstmal positionieren. Ich bin richtig, richtig stolz. Ich war in Action und habe nur das gekauft, was ich wirklich gebraucht habe. Ja, ich kann euch das jetzt mal zeigen, was ich da gekauft habe. Das ist einmal dieses Maler-Dingsbums. Ihr wisst, meine senfgelbe Wand. Das können bestimmt ganz viele von euch nicht mehr hören. Aber mein Mann hat ja morgen vor, zu streichen. Ich glaube, ich nehme euch da auch mit. Ich glaube, das könnte auch ganz interessant werden. Ja, da haben wir so eine graue Wand und das soll jetzt senfgelb werden. Und dann will er noch die Decke streichen, weil die so verrußt ist von dem Ofen, vom Kaminofen. Das hat ja Nachteil immer. Ja. Auf jeden Fall, das kam mit für 2,99 €. Dann weiß ich nicht, wie wir bestückt noch sind in diesem ganzen Malerkram-Zeug da hier. Wie heißt denn das? Farbroller. Kam mit für 86 Cent. Spottbillig. Also wenn ihr irgendwas malern wollt oder so, geht's zu Action. Die haben ja sowieso alles. Vom Werkzeug bis zum, keine Ahnung, geht nicht mehr. Noch so eine 5 Ersatzrollen. Ich finde die ganz gut immer. Vor allem, ich mag diese Schaumstoffbeschichtung voll gerne. Ja, deswegen kam sie auch noch mit für 99 Cent. Was haben wir noch? Ein dreiteiliges Pinselset. Vor allem, wir schmeißen die Sachen eh nach dem Streichen weg. Ich mag es nicht, dieses matschige Gepampe im Waschbecken, dann ist die Farbe erst recht überall. Deswegen finde ich es halt mega gut, dass die das so günstig anbieten und dann muss man nicht zwingend das nochmal abwaschen. Dann hat sich mein Mann unbedingt so ein Pre-Tape, das habe ich euch im Laden schon gezeigt, so ein, ihr wisst schon, Abklebeband mit Kleber dran gewünscht. Kostet 1,99 €, fand ich ein bisschen teuer, aber okay. Ich glaube, im Baumarkt ist es noch viel, viel, viel teurer. Jetzt kommt voll die Sonne rein, ich hoffe. Yeah, hallo Sonne, aber schlechter Moment gerade. Ganz schlechter Moment. Dann habe ich diese, das ist einfach so eine Folie. Könnt ihr auch einen gelben Sack nehmen oder so. Aber die hat jetzt nur 49 Cent gekostet, deswegen habe ich die zweimal mitgenommen. Also so Abklebefolie. Ich hoffe, ihr seht was, weil die Sonne sagt gerade hallo zu uns. Und ganz normales Kreppband noch für 99 Cent. Ja, mega. Ich habe 9,79 € ausgegeben. Ich habe sonst nichts anderes in Action gekauft. Muss aber zu meiner Verteidigung auch sagen, oder was zu meiner Verteidigung? Aber ich muss dazu sagen, ich war ja auch erst im Action. Habe auch erst eingekauft, meine Süßigkeiten und alles. Aber da wir jetzt morgen streichen wollen, war ich jetzt halt eben kurz. Deswegen bin ich ja eigentlich auch in die Stadt hinausgefahren. Wegen den Malersachen. Und weil ich ja jetzt noch Brot kaufen muss. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich hier wirklich nur Brot kaufe. Ich fahre jetzt gleich zum Lidl, Aldi. Ich fahre zum Aldi, ob da nur Brot mitkommt oder wieder mehr. Und Gurke. Brot und Gurke. Genau, das waren so die zwei Sachen, wo ich noch mitnehmen wollte. Und Hackfleisch. Es kommt noch mehr dazu. Wir werden sehen, was ich dann alles mitnehme. So, jetzt gibt es ein Food Hall direkt aus dem Auto. Weil ich eh keine Einkaufstüte dabei habe. Und natürlich habe ich wieder viel, viel mehr gekauft, als ich eigentlich wollte. Einmal hier Senne. 15 Cent. Bananen, Kilo 99 Cent. Hackfleisch 3,29 €, 800 Gramm sind da drin. Brauche ich jetzt dann für die Pirschki. Joghurt Minis 69 Cent. Die Leute denken, ich habe sie nicht mehr alle. Die Dinger waren hier im Angebot für 2,79 € und ich liebe ja so Salamis mit Kilo.
ich wollte, nur zur Erinnerung, ich wollte nur Brot kaufen. Gurke, 69 Cent. Und ich habe natürlich keine Tüte mit. Jetzt fliegt das hier alles im Auto rum. Das leckere Brot, das wollte ich kaufen für 1,69. Das ist dieses, das unser Herzhaftes oder so. Das schmeckt voll lecker mit diesen Körnern. Dann war Rose Cake, das ist so ein Schokoladenkuchen mit, keine Ahnung, irgendwie so ein amerikanischer mit Marshmallows und so. Für 19 Cent reduziert. Ja gut, der läuft jetzt dann bald ab, aber wurscht. Und diese süßen Schuhe, die fand ich so süß. Ich weiß gar nicht, ob ihr die richtig sieht. Diesen Regenbogen auf 6,99 reduziert und dachte mir, vielleicht passen die ja da klein. Kann man ja mal gucken. Der Honig war auf 1,39. Dann brauche ich Eier, weil ich glaube auch Bock habe auf Pirschki mit Eiern. 1,29 haben die gekostet. Dann habe ich Quetschis mitgenommen. Ach, wegen den Quetschis bin ich auch mal zum Aldi, weil bei Aldi gibt es immer nur die Quetschis für 1,49. Super, es fliegt ja alles rum im Auto. Und hier nochmal 1,49 jeweils. Also von jeder Sorte habe ich eins. Komme ich hier auch zum Aldi. Ich mag Aldi eigentlich. Also ich mag Aldi schon gern manche Sachen, aber im Großen und Ganzen Großeinkauf eigentlich eher bei. Das ist ja halber Großeinkauf. Die Dinger waren auf 79 Cent runter reduziert und Mehl auf 39 Cent. Brauche ich dann auch für die Pirschki. Ja, das war mein Einkauf. Yeah, wie ich es liebe. So seht ihr das nochmal alles. Keine Tüte mehr und jetzt flackt das alles so lose im Auto. Yippie, yay! Übrigens habe ich knapp 27 Euro ausgegeben. Mhm. Also 26 irgendwas. Ah. Was das Video euch heute alles geboten hat. Also eine Stadttour, ein Action, ein Haul, ein Aldi-Haul. Also Wahnsinn, oder? Also hätte ich gar nicht gedacht. Am Anfang eigentlich wollte ich ja nur Brot kaufen. Ja. Aus Brot ist dann ja, ach da ist ja ein Angebot und ach da ist ja ein Angebot. Ich wollte euch noch sagen, 26,34 habe ich ausgegeben beim Aldi. Ich hatte noch ein paar Pfandflaschen hier im Auto zusammengesammelt nämlich. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause fahren. Und dann werde ich was essen, weil ich habe Hunger. Ich habe mir auch frische Semmel mitgenommen, weil ich mir dachte, denke, ich mache mir jetzt ein Sandwich. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Mitnehmen eben mit in den Alltag, so Mini-Food-Häusen, was so Mini-Food-Häusen war, ein halber Wocheneinkauf schon bald. Und Action-Haul und keine Ahnung. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst auf jeden Fall ein Feedback da, über einen Daumen nach oben, würde ich mich riesig freuen. Ihr wisst Bescheid und über ein kostenloses Abo sowieso. Und wenn du bei Instagram vorbeischaust, dann auch so. Jetzt habe ich meine ganzen Social-Media-Sachen durchgesprochen mit euch, ja? Ihr wisst Bescheid. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Pfiat die!